So. Außenposten freigeschalten. So. Schwerende Schrift. Die Einheimischen kommen, um im Tempel unseres Gottes zu freveln. Sie schreien und wehren sich, kämpfen uns. Doch unser Gott ist schon länger in diesem Tempel, als ihre Familien Namen tragen. Die kommen, werden geopfert. So ist es unser Brauch. Okay, das haben wir eigentlich schon gehört. Aber okay, jetzt. Also, irgendwie sind da nur noch wieder gekommene Leichen. Das ist jetzt nicht so tragisch. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt auch nicht vermutet, dass hier sich wieder Leute ansiedeln. Das wäre schon ein wenig krass. Aber ganz ehrlich, das ist durchaus widerlich hier. Nein. Gut. Also, das hätten wir. Dann geht's hier hin, den Dungeon. So, dalle. Dann. Gold einsammeln und auf zum Dungeon. Damit wir da die Nebenmission kriegen. Wieder Gold. Hallo. Wie geht's? Jo, legst du dich hin? Brav. Sehr gut gemacht. So. Hier, es ist wieder eine Mücke hier drin. Da könnte ich ja nahezu ausrasten. Der Golem hat auch immer seltsame Angriffsziele, was er priorisiert. So. Die hat nichts mehr, die Leiche. Da kommt schon. Oh, kaputt gemacht. Müssen wir da durch? Yep. Befragen den Außenposten befreien. Haben wir das nicht schon mal? Das haben wir schon mal gemacht. Ja, ich mag mich erinnern. Das ist ja da nur so, in Anführungszeichen, ein kleines Event, das stattfindet. So. Gut. Dann ab durch den Dungeon. Ach, das war das. Häuptling des Kranichstamms. Der Kranichstamm kennt den Preis der Feigheit gut. Wenn wir hier aufhören, beweisen wir nur, dass wir um nichts besser sind. Zeigt diesen Bastarden, dass wir uns nie wieder von der Angst besiegen lassen. Gemeinsam sind wir der Berg, der nicht wanken kann. Wartet mal. Heißt das, Folgt mir. Genau, und das ist das, das nicht geht mit der. Oder müssen wir einfach hier stehen bleiben?
Das weiß ich zu schätzen. Seht. Kommt mit mir. Eure Knochen verraten euch. Bald dienen sie mir. Was ist denn hier los? Ist das wieder so? Ich kann schon warten und machen, aber ein Journal. Nebenquest. Ist Platz, sprich mit Ogai, Grisel, Unterdrückerhorn, Tochter der Eiche, die alte Sitten, Blick in den Wahnsinn. Das wäre hier in die Senke. Zorn gegen Schicksal. Gehen wir nochmals rein. Säubert den Essensplatz der Kannibalen. Oder müssen wir zuerst draußen das machen, dann rein? Ich meine, das können wir schon machen. Ob das dann was bringt? Nicht das sein, was... Steht nicht nur so rum! Helft mir! Ich schaue sonst nachher kurz, wenn das nicht geklappt hat. Ob irgendwas... Ob irgendwas hier gibt... Dass ich übersehe und nicht beachtet habe. Dass das Ganze nicht weiter triggert. Mein Retter. Bitte, helft! Ja, ja. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Das hätten wir soweit. Mein Retter! Ja, ja, ja. Wir brauchen mehr Zeit. Das hätten wir gemacht. Das hätten wir auch gemacht. Also in Anführungszeichen würde ich sagen, hätten wir das eigentlich erledigt.
Aktion gegen Schicksal. Ich schaue mal kurz im Internet nach. Nebenquest von Diablo 4. Trockenstäbe stattfinden bei der Quest die Aufgabe, Assassinen und Bad Kanemalen zu säubern und deren Angriff zu überleben. Wie du die Quest gegen das Schicksal startest, wie du die Teilschritte löst, welcher Bug bei den Quest auftreten kann, welche Workarounds es für den Bug gibt, erfährst du in diesem Guide. Sollst du alte Dungeon Elende Senke sprechen? Das Quizziel ändert sich nun zu säubert den Essensplatz der Kannibalen. An dieser Stelle ist bei vielen Spielern auch bei mir zu einem Bug, wodurch die Quest nicht beendet werden kann. Vorgesehen ist, dass der NPC dir folgt und helfen, die Gegner zu töten. Durch den Bug bleiben die NPC allerdings oben stehen. Du kannst zwar die Gegner im Alleingang töten, dadurch wird das Questziel allerdings nicht abgeschlossen, ändert sich nicht zu überlebt den Angriff der Kannibalen und deshalb. Okay. Workaround. Es gibt zwei mögliche. Der erste Workaround für den Bug beim Zonderschiff. Sprich mit dem NPC, um die Questschritt zu starten. Geh sofort zu der Stelle, die im Screenshot und im Pfeil markiert ist. Warte an der Stelle, bis die zu den zur Barrikade. Falls die NPCs nicht zur Barrikade laufen, musst du dann schon das Spiel verlassen und dann erneut versuchen. Im folgenden Screenshot siehst du, an welcher Stelle du warten musst. Zone des Schicksals, Workaround 2. Sprich nicht mit Eder, sondern geh direkt in die Höhle, lauf zum die Höhle, gehe in die Charakterauswahl, lade neu und versuche es erneut. Hat die Barrikade keinen Lebenswachs, sprich mit Dildo und du sollst die Quest abschließen können. Also okay, wir haben zwei Möglichkeiten. Einmal, ich muss sie starten lassen und also mit Reden starten lassen so und dann direkt hier hinlaufen. Echt jetzt? Hä? Jetzt hat es einen. Hä? Mehr Zeit. Ja, die müssen sie nochmals ein wenig. Gut. Ich mache wie folgt. Ich verlasse das Spiel, wie es gesagt wurde. Spiel verlassen. Und dann gehe ich wieder rein. Und dann mal schauen, wo es uns hin teleportiert. Ob wir wieder zum Dungeon gehen müssen. Ja, das finde ich schon ein klein wenig doof. Natürlich. Portal haben wir wahrscheinlich nicht, nein. Dann renne ich von hier aus einfach mal nach oben. Das kann jetzt vielleicht sein, dass wir das so ein paar Mal machen müssen. Bis wir den Bug umgehen, aber es nervt mich, wenn ich sozusagen dann die Quest nicht abgeben kann. Ja. So. Mal schauen,
was wir da hier kriegen. Ja, das ist schon doof, dass immer wieder Patches kommen, aber so Kleinigkeiten, wie ich finde. Natürlich kann ich natürlich nicht sagen, wie es von der Programmierung im Hintergrund aussieht, aber wenn halt für, aus meiner Sicht das eine Kleinigkeit ist, so die Quest ist verbuggt, dann nervt es halt einem umso mehr, wenn das dann nicht so funktioniert, wie es halt funktionieren sollte. So. Dann mal sehen. Der Kranichstamm kennt den Preis der Feigheit gut. Wenn wir hier aufhören, beweisen wir nur, dass wir um nichts besser sind. Zeig diesen Bastard, dass wir uns nie wieder von der Angst besiegen lassen. Gemeinsam sind wir der Berg, der nicht wanken kann. Hallo? Ich brauche mehr Zeit. Okay, hat nicht funktioniert. Ich verstehe es nicht, weshalb. Das andere können wir eigentlich auch noch mal versuchen. Was wäre der zweite? Kein Lebensspiel nehmen und so, dass die Quest abschließen können. Okay. Das ist jetzt halt wirklich Try and Error. Aber ich denke, das sollten wir schon hoffentlich bald hinkriegen. Nur blöd ist, dass man halt nicht zu Dungeon auch hinreisen kann, wenn man schon mal drin war. Das ist dann halt das Doofe. Und umso blöder ist es halt noch, weil wir halt immer noch Anfang von Akt 3 sind, dass wir halt immer noch kein Pferd haben. Gut. Das kann ich aber einsammeln. Ach du meine Güte. Dann rennen wir halt wieder dorthin. Ja, ja. Ja, das war einmal hier entlang und dann die nächste Abzweigung, genau. Ja, das war hier. Und dann dadurch. Ja, da kann die noch so angreifen. Ich renne jetzt einfach durch, bis ich da die Quest gemacht habe. Das heißt, das funktioniert nicht. Wisst ihr was? Wir machen das mal so, ja. Wir brechen das ab. Genau. Und dann... Ich glaube, so muss ich das machen. Spiel verlassen, ja. Dann probiere ich jetzt das nochmals.
Das sind immer so viele Parameter, die einfach sein können. Die halt einfach das so problematisch machen können. Aber wir versuchen natürlich das Beste aus dem rauszuholen. Ich denke, so könnte es wiederum gehen. So. Oh, das ist schon doof. Wenn das so ist, dann mal sehen. Aber dafür können wir schön der Musik mal ein wenig lauschen, die im Hintergrund ist. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. So. So. Ja, das nehmen wir. Jetzt einfach noch schön brav. Moment mal, jetzt bin ich falsch ab. Ja, natürlich bin ich falsch abgebogen. Das ist ja wieder typisch von mir. So, einfach durchrennen. Bäh, Spinnen. Aber schön, dass die noch so einen großen Verfolgungsradius haben. Hä? So, gegen das Schicksal, da muss ich sogar noch hier hin. Okay. Tja. Die sind ja auch nur am Nerven gerade. Aber dann schauen wir mal, wie das kommt. Was ist das? Keine Ahnung. So. Dann Häuptling des Kranichstamms. Die Toten schließen sich dem Stamm im Geiste und mit Speeren an. Ihr Blut erinnert uns an den Wert unseres eigenen und wir werden ihr Opfer nicht beflecken. Die Kannibalen glauben, dass man Stärke findet, wenn man die Schwachen isst. Aber ein einzelner Krieger kann nie dem Willen vieler ebenbürtig sein. Der Kranichstamm wird sich mit ihnen an ihrem Essensplatz treffen und Fleisch gegen Fleisch anbieten. Sollen sie unsere Speere fressen? Ja, dann hoffen wir, dass ihr diesmal auch ein wenig klüger seid und auch mitmacht und nicht einfach nur uns irgendwie voll labert und dann gar nichts macht. Okay, da haben wir wieder so einen Beutel. Zorn gegen Schicksal, also. Rüsten wir das auch noch aus, dass wir wirklich hoffentlich so
gut als möglich das hier vorbereitet haben. Den Rest lassen wir alles links liegen. So. Dann ab hier nach hinten. Und hier. Jetzt. Erstmal schauen, ob da der Dings. Okay. Der hat den Lebensbalken, also heißt es. Geh sofort zur Stelle. Sprich mit dem NCB und geh sofort. Der Kranichstamm kennt den Preis der Feigheit gut. Wenn wir hier aufhören, beweisen wir nur, dass wir um nichts besser sind. Zeig diesen Bastarden, dass wir uns nie wieder von der Angst besiegen lassen. Gemeinsam sind wir der Berg, der nicht wanken kann. Und sie laufen überhaupt nicht. Das ist doch Mist. Aber sowas von. Wisst ihr was, wir lassen das. Ganz ehrlich, da warte ich lieber, bis sie mal den Bug fixen, als mit dem Workaround mich jetzt hier noch aufzuhängen, bis das funktioniert. Weil ganz ehrlich, da können wir unsere Zeit besser mit anderen Sachen besser verwenden. Und da die eine Quest zum Abgeben im Dörfchen, das können wir dann mal machen, wenn wir sowieso irgendwo in der Stadt sind, nach dem Erkunden. Da jetzt, ganz ehrlich, hätte es funktioniert, dann gut, aber ich habe auch nicht die Motivation, Stunde um Stunde das auszuprobieren, bis das geht. Und herauszufinden, wo das genau liegt. Ja, schade, aber gut, gibt's halt auch. Aber wir kriegen das schon noch hin während dem Let's Play. Ist ja nicht so, dass es gerade morgen schon fertig ist. Würde mich bei weitem wundern, wenn ich da mal so effizient spielen würde. Ich meine, ich werde jetzt die Tage relativ viel dann aufnehmen für Diablo 4, damit wir die Kampagne fertig haben. Und das hat den folgenden Grund, weil ich gerne die Season 1 mitnehmen würde und die fängt ja nach der Kampagne an. Und somit müssen wir zuerst mal die Kampagne abgeschlossen haben, damit da irgendwas. Oh. Ach, wieder Kannibalen. So.